Meine Damen und Herren, das ist ein kleines Zwischendurch-Video und das ist Halo! Übrigens, meine Damen und Herren, das ist Knangnappy und das ist der dumme Bilbo, der sich unbedingt mal dringend in die Hose scheißen sollte, wenn er aufs Klo geht, also... Was? Campaign! Das macht nicht mal Sinn. Wir spielen auf Legend... Halt's mal. Du bist eine alte Hure, du musst auf Legendary spielen. Er ist so ein kleiner Halo-Crack, Halo, aber er darf leider Halo nicht Reach spiele ich auf Legendary, aber das nicht... Warum nicht? Ich weiß nicht, weil ich es da nicht hinkriege zu schlagen. Und ohne Schlagen bin ich verloren. Da bin ich verloren. Und das ist The Pillar of Autumn, wie wir sicher... Kack-Intro. Warum machst du den Scheiß? Ich habe keine Lust auf die Intro. Ach Gott, die Intro. Stunden. Halt die Fresse, die Intro kann so lange dauern, wie sie möchte. Und der Master Chief wird revealed aus seinem heftig geilen Anzug-Dingens-Behälter und da der Typ labern ist voll mit irgendwelchen sinnlosen Informationen und da hinten stehen irgendwelche Automaten wie Look Around. Wow. Funktioniert schon mal sehr gut, hm? Tu das? Status-Update. Okay, dankeschön. Kann man das auch einfach überspringen? Nicht? Okay. Man kann es aber nicht überspringen. Ich krieg meine Gesundheitspunkte. Gesundheitspunkte. Naja, auf jeden Fall, wir spielen das auf irgendeinem. Auf irgendeinem Rechner. Ich hab auch die Einstellungen gerade so ein bisschen crappy, glaube ich. Ja. Das kann man so sagen. Aber man kann ja keine Tasten doppelt belegen, leider. Hallo Freunde. Das ist Halo und wir müssen uns, glaube ich. Invertierte Steuerung. Ja, ach nee. Beim Gucken. Es wird. Ja. Warum? Nur. Warte. Keyboard, Maus, Logitech. Genau. Google. Movement. Look up. Hops. Und look down. Hops. So. Okay. Okay, klicken. Nach kleineren hier Veränderungen, dann sollte es eigentlich auch hinhauen. So. Hast du es jetzt richtig? Ja. Okay, sehr schön. Dann stelle ich doch mal auf dieses komische rote Quadrätchen dort. Ich denke, das ist das Richtige. Du musst dann hingucken und diese komischen Pünktchen abfahren. I suppose. Nee, scheinbar noch nicht. Okay, dann musst du erstmal zu ihm hinlaufen. Das sieht irgendwie noch so ein bisschen aus, als würdest du es ein bisschen unkontrolliert machen. Na egal, scheiß drauf. Blablabla. Naja, okay. Jetzt scheinen wir uns hinstellen zu dürfen. Und jetzt sagt er uns irgendwas Tolles. Und deine Omse und können wir das skippen. Ich kann springen. Nee, okay, no weapon. Ja, das ist auch schon klar. Können wir jetzt langsam das mal machen? Ich hab keinen Plan. Target on the flashing lights. Yay. Yes! Können wir auch langsam mal wieder mal in den geilen Weapon-Mode einsteigen, irgendwie, keine Ahnung. Vertical looking is inverted. Target each of the flashlights. Escape. Nee. So. Okay. Ist das richtig? Ja, okay, sehr schön. Dann. Du bist mir nicht. Ja, scheiß auf. Lauf. Jetzt musst du zum nächsten Quadrat laufen. So weiß. Oh mein Gott. Gameplay Help! Das ist mir egal! Checkpoint done! Ich kriege meinen Schild! Wow, wir spielen in einer gegnerfreien Zone und bekommen Checkpoints, was total Sinn macht. Das ist langweilige Scheiße. Kommt der auch mal langsam? Ja, jetzt kriegst du dein Schild auf jeden Fall. Dann rotier und bla. Und stell dich in das. Ja, okay, jetzt scheint es zu. Energy Shield Charging of Doom of Awesome. Kriegen wir jetzt auch langsam. Nee, wir kriegen ja erstmal noch keine Waffe. Dann musst du erstmal so ein bisschen durch die The Pillar of Autumn durchlaufen, so ohne Waffe. Und es ist vergleichbar mit der ersten Szene von Dead Space 2, wo man so in der Zwangsjacke durch die Gänge genöppt. Aber ja. Ich muss halt sagen, du hast gerade Schild verloren, weil du in den Schildgenerator reingerannt bist. Das ist episch. Da oben, wenn du jetzt da nach oben guckst, wirst du sehen, wie gerade gleich einer massakriert wird. Der Kerl nämlich. Von Eliten, die dann durch die Tür reinkommen. Du hast den gefuckt. Oh mein Gott, bla bla bla, Mr. Freeman. Und da kommt ein Elite und er hat ihn voll weggematscht. Dass der stehen bleibt, der Vollidiot.
ein Router. Jetzt aber schnell weg. Ich glaube, ich habe die Steuerung doch kacke wieder eingestellt. Nur so mein. Change Settings, Controls, Combat, Keyboard, Maus hast du eingestellt, du Held. Look up. Was machst du denn? Nichts, ich passe schon so. Ah, nee, ich muss so machen. Look down. Bla. Ups. Was machst du denn auch? Ich bin zu dumm. Ja, sehe ich. Na, was machst du denn? Na, hier, da, du machst halt irgendwelchen Rotz hier. Na egal, scheiß drauf. Okay. Ist es jetzt richtig eingestellt endlich? Hoffentlich. Ach Gott. Ja, nein, drück halt auf S. Ist es jetzt richtig? Da kannst du nicht durch. Andere Richtung, bla bla bla, ja, da drüber springen. Hui. Da sagt ihr auch, welchen Button du drücken musst. Ist es jetzt richtig eingestellt? Nein. Ich bin an den Controller nicht gewöhnt. Ja, ja. Es liegt am Controller, das ist genau derselbe Controller wie der Xbox-Controller. Nur, dass der linke und der rechte Stick vertauscht sind. Nein. Schwarz und das Steuerkreuz und der linke Stick. Ja, und er ist ein bisschen. Also, ist er zu Reaktionsdingens? Ist zu viel Reaktion. Das können wir auch umstellen, glaube ich. Sensitivity. Da muss jetzt POV'n. Und laufen. Hallo. Lauf weg. Du bist getroffen, du Held. Lauf! Ich bin der Master Chief. Wir können dich nicht töten. Noch hast du noch nicht mal eine Waffe. Noch bist du nicht der Master Chief, sondern bloß John 117. So heißt du. Hallo. Ja, ich denke, du musst nicht da lang, sondern in die Gegenrichtung, da wo schon deine Freunde sind. Gib mir mal was. Freund und Helfe. Helfe. Helfe! Gibst du mir Helfe? So, geht weiter. Oh mein Gott. Bah! Ja, also, nee. Nie. Also mit einer Maus ist das viel einfacher als mit dem Controller. Bist du dir sicher, dass du da lang musst? Hast du es jemals schon mal gespielt, das Spiel? Nicht? Doch, habe ich schon mal, aber ich erinnere mich nicht. Oh, schlecht. Lang her. Jetzt bekommst du deine Waffe, deine erste. Magnum. Magnum. Magnum, wie das Eis. Das ist der Master. Hey. Blah blah blah, blah 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 blah, all constructs and cyborgs first, blah 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 blah, get off Pillar of Autumn, blah 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 blah, jetzt musst du zu dem Typen hinlaufen und eine Waffe bekommen. Beziehungsweise wenn du rausgehst, bekommst du glaube ich eine Waffe. Yes! Und wer ist denn da? Bist du dir ganz sicher, dass du es richtig eingestellt hast? Sicher? Nein. Bist du zu blöd? Ja, ich hab's mal nicht. Oh, wie ist herrlich. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, wenn ich da mit den Settings. Weiß ja mit den Sticks, wie ich da gucken soll. Ja, Look Up ist nach oben. Und Look Down ist nach unten. Okay. Jetzt sollte es auch dann langsamst mal funktionieren. Wow, du hast jetzt schon dein nahezu gesamtes Schild verloren und auch schon Leben in der ersten Szene, wo man wirklich Combat betreiben muss, aber beeindruckend, mein Herr. Sehr gut. Ja, scheiß drauf, andere Richtung. Da geht's auf jeden Fall nicht lang. Those Marines could use some help, Chief. Do what you do best. Da hinten ist voll die Combat Situation. Das muss man ja nutzen. Ich hab voll das Tote Macht. Ja, da voll das rote Blut. Du, das kann die ganze Zweitwaffe aufnehmen. Was? Wie kannst du das Zweitwaffe? Hättest du es als Zweitwaffe aufnehmen? Ja. Dann ist ja gut, ne? Dann ist ja gut, wenn du das kennst. Was macht der da eigentlich? Was läuft der da eigentlich? Ich glaub, jetzt schon mal. Wow. Matsch! Ich würde ihn gerne weggeworfen, glaube ich mal, denke ich mal nicht. Meine ich, hoffe ich. Warum jetzt hast du die Magnum weggeworfen? Ich weiß ja, die kannst du auch aufladen, ne? Weißt du nicht.
Was? Nee. Ja, das ist Halo 1. Das benutze ich auch nicht immer, um dich zu entern. Nein, nein. Ja, aber bei Halo Reach, das ist ja nicht Halo 1. Halo Reach. Wie dir wahrscheinlich schon aufgefallen ist am Namen. Halo 1, Halo Reach. Reach, Reach. R-E-A-C-H. Ja, also Halo 1 ist von den Waffen her eigentlich cooler. Ja, aber man muss dazu sagen, dass Halo Reach ja letztendlich nach Halo 1, vor Halo 1 spielt. Dementsprechend können die ja gar nicht so coole Waffen haben wie in Halo. Man muss natürlich dann auch dazu sagen, dass Halo 1 wirklich direkt nach Halo Reach spielt. Also dementsprechend können die gar nicht so großartig unterschiedliche Waffen haben. Aber sie haben es scheinbar. Also, ja. Wurscht. Was machst du denn? Warum willst du die haben? Die ist scheiße. What the hell? Ja, did something just hit us? What the heck? Get out of there! Die kann man nämlich ja, da kann man ja nicht die Munition nehmen. Bei den Menschen war es so. Oh. Wow. Ja, der hat sich auch gefragt, warum er die Minuten zu viel hat. Das hat er nur einen Fehler bekommen. Glitch. Ach, dieses Spiel ist behindert. Kannst du da in die Kapsel? In die Kapsel? They're using our lifeboat airlocks to attach their boarding craft. We go out and they come in. Geh mal da rein. Was ist da wohl drin? Picked up an overshield. Cool. Was auch immer du damit machen kannst. Ich meine, das muss dir ja irgendwas sagen. Das ist ein Superschild. Ja, das ist ein Superschild. Overshield. Überschild. Ich glaube, du hast jetzt. Nee, hast du schon Granaten? Nee, du hast auf jeden Fall ein Overshield. Ja. Hält es ewig? Ich weiß nicht, bei Halo Reach nicht. Also bei Halo Reach, da verdünnisiert sich dann mit der Zeit. Aber hier scheint es immer zu bleiben. So lange zu halten. Es verdünnisiert sich. Scheint es so lange zu halten, bis ich es verloren habe. Ja. Ja, du kommst auch langsam rein, merkt man. Stark ist gut. Ja, sieht auch ein bisschen seltsam aus, nicht so kraftvoll wie. Ja, genau, bei Halo Reach ist es dynamisch. Dynamisch, wie ein Dynamo. Und die schießen noch weit. Ich glaube, der hat jetzt auch mit der anderen Seite. Jetzt ist auch kein Overshield schon nahezu weg. Ich komme auch mit dem normalen Schiff mit. Ja. Aber da ist übrigens ein Health-Pack-Box. Dann läuft der dir eigentlich entgegen. Die Grunts sind wirklich in dem Spiel gleich hoch. Aber ich meine, Grunts sind lustig, finde ich, wiederum. Also Grunts sind irgendwie so, mit ihren gepitchten Stimmen und du sie sind einfach so lächerlich, aber du kannst sie wirklich nicht unterschätzen, wenn 5000 dir davon entgegenkommen, dann hast du auch mal schön... Freeze! Ja genau, weil auch die Aliens freezen werden, wenn ihr Freeze schreit. Haben die überhaupt Freeze geschrieben? Ich habe das nicht verstanden. So einer. Ach ja, du hast auch nahezu keine Schuss mehr nach der Ladung. Es sah bloß gerade so aus. Es hat bloß gerade so aus. Ja, machen es halt. Na, warum hast du das? Immer noch Overshield. Wie du dir wahrscheinlich auffällt. Das Overshield hat scheinbar zwei Lagen. Stufen. Ja. Ich habe ein zweilagiges Overshield. Wow. Zeig mir eigentlich, hab da. Ich habe keinen Plan, ob das hast oder nicht, aber es ist mir egal. Nee, hast du nicht, das kriegst du bloß manchmal so. Ich meine, bei der Waffe, siehst du das? Bei der Battle Rifle? Ja. Kommt was. Ja. Ich weiß nicht, wohin der zeigt. Aber ja. Das ist natürlich auch bloß so ein Gimmick. Das ist nicht sehr. Das
ist die mal alte Frau beim Mordverzweig. Was macht die? Da gibt's so eine Tür, auf irgendeiner Multiplayer-Map. Und da schießt du in eine Ecke einmal, in die andere Ecke zweimal, dann dreimal und viermal in die anderen Ecken. Und dann, glaube ich, noch machst du, dann schmeißt du eine Blendgranate an. Okay. Dann kommt so eine Frau raus, schimpft dich halt. Und dann holt sie ihr MG und ballert dich halt nieder. Tolles Easter Egg. Ja. Vor allem, das gegnerische Team kriegt dann Punkte. Toll. Super. Warum sollte ich es dann aktivieren? Naja, keine Ahnung. Weichen aus, diese irgendwie die Nerven ein bisschen. Das machen wir, einfach so. At random. Wir weichen aus, wir sind toll, wir sind super. Wir haben keine Eltern. Du runst die, vor allem, was ja auch bei Halo auffällt, wenn du die Eliten tötest, die sind ja immer so die Squad-Führer. Ja. Dann rennen ja die Grunts immer so mehr oder weniger planlos noch durch die Gegend. Ja. Das ist das Pack, ja. Achso, ja. Da ist ein Headpack, oder hast du schon? Ich hab voll. Deswegen töte ich einmal die Eliten. Macht Sinn. Die ist lustig, das ist so ein bisschen so die Sniper-Rifle eigentlich in dem Spiel. Weil man halt wirklich, glaube ich, zweimal zoomen kann. Ne, eine Zoom-Stufe. Aber bei Headshots ist die sehr effektiv. Haha! Und da liegt er. Wie ich gerade auch effektiv demonstriert habe. Ja, nach drei Schüssen. Ja, gut, war dann auch mal ein Headshot drin. On the landing above us. Ja, gut, das ist ganz der Landing above us. Hab ich jetzt gerade gehört? Ich habe gerade gehört, dass sie gerade über. Soll ich normalerweise jetzt schon Granaten haben? Eigentlich schon. Keine Ahnung, irgendwie bekommst du noch keine. Da hättest du wahrscheinlich in die eine Richtung laufen sollen, in der die Grunts waren. Ja. Naja, jetzt hast du sie halt nicht. Wahrscheinlich bekommst du sie halt dann im nächsten Kapitel. Oder halt nie. Hello. Wäre eigentlich mal interessant, ob man einfach auch keine Waffen bekommen kann, wenn man einfach gleich in die eine Richtung läuft. Nee, das falsch schon. Ja, bin ich jetzt gar nicht so sicher. Keep your head down, there's two of us in here now, remember? Diese Hüren. Diese Hüren. Wie schreien sie? Das wär's vorgestern. Nee, aber wenn ich die Granaten schon gekriegt hätte, dann würden die Hüten. Ja. Nee, aber tun sie nicht. Sie schmeißen aber auch keinen, hat auch einen Vorteil. Oder schmeißen sie nicht. Nee. Tja, wir haben das Spiel irgendwie. Keine Ahnung, was sie gehört dazu. Wahrscheinlich. Oder wir bekommen sie halt dann einfach im nächsten Kapitel noch Ladezone. Weil, wie euch wahrscheinlich auffällt, da müsst ihr noch keine einzige Ladezone, was erstaunlich ist für so ein altes Spiel, weil die ja immer 100 Ladezonen haben. Normalerweise. Das ist halt okay. Ja. Das war schon immer hohe Qualität. Ja. Wir sind ja große Halo-Fans. Dementsprechend. Hört nicht auf unser Wort. Es ist, ja, keine Ahnung, geschwängert von Liebe zu Halo. Und dementsprechend ist es nicht wirklich wahrheitsgemäß, weil. Schaut euch die Texturen an. Nee, es war schon für die Zeit ziemlich cool. Die neueren Spiele sind halt für seine Zeit nicht so toll. Die werden halt nur so ein bisschen hochskaliert. Ja. So minimal. Aber dafür sind sie halt online recht gut spielbar. Was du ja nicht tust, du Held. Viele Modi und lustig. Ja, die haben auch das zeitliche gesegnet. Thanks you guys, Pinsir Mouse. Na egal. Ach Gott. Sind wir jetzt auch bald mal aus diesen Hörworten raus? Frage ich mich. Auf die Nüsse. Ja, ich meine, wie riesig die ist. Das ist erstaunlich. Ja, also die Pillar of Autumn ist schon ein Flaggschiff. Kann das sein? Ja, kann sein. The life pods are launching. We should hurry. Da liegen normalerweise auch Granaten rum. Echt? Ja. The Covenant are destroying the life pods. They really don't want us on that way. Traumhaft. Warning, blast doors closing. Ja, also blast doors closed. Links. Man bemerkt schon. Er ist ganz gut. Er ist ganz gut. Da musst du durch. Nee, ich meine, man bemerkt schon, dass ja, das musst du aufschlagen, glaube ich. Nö, musstest du nicht. das war daran erinnert.
das haben wir das zusammen gespielt. Das ist eine Kackstelle, ja, die haben wir schon. Oh ja, stimmt. Ich erinnere mich. Oh, herrlich. Bla 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 bla. I'm detecting Covenant movement outside the access ways. Activating motion tracker. Let's find a safe exit. They're right on top of us. Let's find another way through. Andere Richtung. Da unten ist übrigens das Radar, wie du siehst. Meine Taschenlampe ist aber. Oh. Tut mir aber leid. Ja, warum kannst du nicht raus? Vielleicht musst du. Hey, lustig. Ach, die sind. Ja. Ah, warte, jetzt kannst du raus wahrscheinlich. Nee. Funktioniert nicht. Okay, dann musst du. Da gibt's noch einen anderen Ausgang, denke ich mal. Hier zu. Du musst halt irgendwas benutzen. Haben wir irgend so ein Benutzen-Key oder sowas? Dämliches? Nee. Ja, haben wir. Haben wir? Ja, links. Da! Da ist grün. Grün, immer gut bei Halo. Motion Tracker shows yay. All clean. Wait. No, no. Wow, bin ich beeindruckt. Ja, das kann man aufkloppen. Diese halb kaputten Türen, die macht dann der Master Chief noch so ganz kaputt. Nee, die macht. Genau. Nee, die macht er dann auf, vorsichtig. So ähnlich wie Obelix. Ah, und das ist immer noch Instant Kill, wenn man sie so von hinten schlägt. Solche Wichser. Nee, du musst eigentlich schon 100% Granaten haben. Ja. Also so zu 100%, weil mindestens in der Situation sollte es eigentlich Granaten geben. Obwohl, es kann sein, wir sind noch nicht an der Stelle angekommen, wo man so über so eine Barriere drüber schießen muss. Da kommt dann, glaube ich, da bekam man, das kommt also erst dann. Das kann jetzt doch noch sein, dass es kommen erst die Eliten in diesem Raum, wo wir vorher unser Schild und alles gekriegt haben. Ja. Ups. He got killed by some explosions. Die er wahrscheinlich, selber erzeugt hat, ja. Arsch. Der buggt hier so ein bisschen. Aber nicht, dass wir das nicht auch tun würden. Wenn wir gerade das ausnutzen, what the fuck? Waren wir hier schon mal? Alles geht dürftig schon mal, dass ich hier am besten rausnehmen muss, da hinten bei den brennenden Sachen weiter. Ja. Immer zu den brennenden Sachen. Macht auch Sinn, dass es einfach so aufgeht. Die hatten nämlich damals schon so. Damals. Ach ja, okay, jetzt kriegen wir dann. Damals in der Zukunft. Wir kriegen jetzt demnächst unsere Granaten. Genau. Hoffen wir. Hoffen wir zumindest. Ich bin mir relativ sicher. Ich glaube, man kann das nicht wirklich umgehen, Granaten zu bekommen. Ja, wäre seltsam. Da wären wir die Ersten. Wäre auch nicht so schlecht, wenn wir mal die Ersten wären, die Granaten zu bekommen. Der episch sterbende Elite bekommt noch so einen Klaps, ne? Wie ein kleiner Rabauke. Der lehnt da so. Total cool. Bitch gonna penis. What? Oh, es runkelt. Problem with this. Es runkelt. Es runkelt. Es verrunkelt. Würdest du jetzt bitte weitergehen? Das ist nicht die richtige Richtung. Du warst schon auf dem richtigen Weg. Du musst da schon lang gehen. Hallo Leute. Yay! Womit wir wieder beim Thema Fisten werden. Waren wir das? Nein. Eben. Und ich brauche mal wieder Backing-Ball. Meine Freunde. How's it going? Das kann euch wirklich passieren in Halo, dass einfach plötzlich die Muni ausgeht, weg so. Ja, ich bin auch jetzt ein bisschen inflationär damit. Ja. Aber, mein Gott, das ist ja. Das passiert durchaus einmal. Bitch got a penis. Bitch. Jetzt wäre halt die Granate ganz sinnvoll. Fände ich. Ach ja. Die Schnauze! Ich seh auch nichts. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht das Problem in dieser Aktion. Ich sehe es nicht. Siehst du es? Doch, danke. Ja, genau. Da bekommt man es sogar noch. Throw grenades.
Kommen aber nicht noch mehr, doch bekommt man sogar. Erstaunlich. Und man kann sich an seinen eigenen Granaten verletzen. Ja, was? Sieht ihr wahrscheinlich jetzt schon auf. Ging ja auch noch nie. Nee. Ach nee, das ist doch schon. Man kann da natürlich auch drüber springen, aber. Waren wir schon. Was man an den Leichenbergen sehen kann. Stimmt, da war nicht. Jetzt, er hat recht und spricht wahr. Kann das sein, dass du zurückläufst? Falsche Richtung, falsche Seite. Da ist die Seite. Die Seite der Richtigen, die Seite der Gerechten. Wow. Now would be a very good time to leave. Ja, und wie? Und ich würde sagen, damit ist unser kleines Zwischendingens auch vorbei mit der ersten Mission hier. Dann knallen wir noch auf die Halo und damit beginnt das Halo-Universum zu sprießen und zu gedeihen und zu pissen. Pisse. Look. Look. Hey. Hey. We're coming you can't spell chorus without vagina. Nein, ich glaube, die beiden schießen gleichzeitig.